frag ein toter Typ. Das Erbe der Dürü. Oder Dürün. Französisch ist Ewigkeiten her. Ja, ich hoffe, du hast einen guten Magen. Ja, in der Regel schon. Normalerweise schon. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind zu also Fuß. Meine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Hallo? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Das Spiel bekommt jetzt schon 10 von 10 Punkte. Ich habe den Hund streicheln dürfen. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gallien strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Bommi, aus. Ich habe die ersten 38 Minuten schon gesehen. Aber sieh mal, Bombi aus. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Oh. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Ich habe also nichts bestätigt. Wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Komm, lauf hinterher. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Klar. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe... schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Servus, Winzer. Hi. Hi. Meine Kamera hat sich wieder verstellt, aber das ist mir jetzt egal. Dann könnt ihr das wunderbare Mikro sehen. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 7. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Okay, 9, ihr seht die Steine nicht. Und 10. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, jetzt. Schnell! Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich.
auf mich! Das Spiel sieht gut aus. Das Spiel sieht echt gut aus, finde ich. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen! Leon! Gib zurück! Ah, da bist du ja! Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein! Braver Hund! Hat er was gefunden? Psst! Sieh mal, ein Wildschwein! Schöne Beute! Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Komisch, dass hier überall Säckchen mit Steinchen rumliegen. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ja. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Schuss! Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Mein Schweinchen! Zurück! Juhu. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Die Hose ist frisch gewaschen. Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh, ich mag die Atmosphäre nicht. Meine Füße werden einsinken. Die Stimmung ist ganz komisch. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Diese Stimmung. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Sage ich ja, frisch gewaschen. Wer war das? Leon! Der Wind? Komm her! Das ist das Wildschwein. Das ist doch nie und nimmer das Wildschwein. Leon war das bestimmt nicht. Leon! Komm her! Das ist tatsächlich das Wildschwein. Was ist das für eine Teufelei? Leon. Wir müssen weg. Leon. Sofort. Nein. Okay.
Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Okay. Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Mami. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Jedes Tier, das ich bisher gestreichelt habe, ist draufgegangen. Was ist das? Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Eine Pfeife. Amicia hat diese Terrakotta-Pfeife für ihre erste Jagd von ihrem Vater geschenkt bekommen. Ha. Okay. Wissen wir Bescheid. Es scheinen überall so kleine... Es wird noch viel unheimlicher. Ich glaube auch. Das, was ich im Trailer gesehen habe... Naja, wir müssen mit der Mutter sprechen. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die Hi. Neuen Bolzen müssen warten. Ja. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Gebissen? Leute wurden gebissen. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Kann ich. Streiche mal den Stallarbeiter. Streichel auch mal das Huhn. Alle müssen sterben. Ja, genau. Hey, Hühnchen. Das lässt sich nicht streicheln. Oh, Mademoiselle Amicia. Wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Der hat gute Klöten dahin. Ich lass die mal alleine. Alia Oratio Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Die Pest. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Oh. Ein herzzerreißendes Gebet. Hi. Okay. Weitermachen. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein.
Ja. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Das Huhn mit der Schleuder. Ich habe leider keine Steine mehr. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht, das muss ich jetzt testen. Sekunde. Ich muss mir Steinchen holen. Steinchen gab's da hinten. Schau mal bitte bei Steam, nicht jetzt. Später. Später schaue ich gerne bei Steam rein. So, wo ist hier so ein dummes Huhn? Ich hab mir doch gerade Steinchen gesammelt, oder etwa nicht? Ja, ich habe mir Steinchen gesammelt. Oh. Ich sollte auch halten. Nee, das, nee, ich kann nur an ausgewählten, Sachen schießen. Das funktioniert nicht. Schade, das wäre lustig gewesen. Nun ja. Die Gans kann ich auch nicht treffen. Es wäre echt lustig gewesen. Nun ja, gut, gehen wir Mutter suchen. Tür zu. Sehr gut. So, was haben wir hier? Was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Moin. Da oben ist unter Garantie was versteckt. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Sagt mein Männer auch immer. Ist nichts Besonderes. Wenn er was am Kochen ist. Mal sehen, ob es schmeckt. Ist nichts Besonderes. Haha. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Ah. Zimt, wieder seht ihr wieder so ein kleines Geheimnis. Wer muss wieder sauber machen? Ich. Meistens mache ich sauber. Nicht immer, aber meistens. Also in diesem Haus scheint man wohl gerne Gras über die Sache wachsen zu lassen.